Avelyn, ist Macondal noch am Leben? Er hält heute Nacht eine Zeremonie ab. Ehrwürdiger, ich bringe Vorräte von Roussillon. Na Dank. Dieser Macondal übt bösen Einfluss auf das Volk von Saint-Danger aus. Wenn du ihn aufhältst, werde ich helfen. Ja, sein Schatten reicht weit über die Ufer des Pontchartrainsees. Er ist im Besitz eines Giftes, von dem du dich nicht erholst. Niemals. Ich gebe dir ein Gegengift. Doch es eliminiert das Gift nicht. Es mindert nur seine Wirkung. Die Zeit ist knapp. Du musst es sofort nehmen. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Vielen Dank. Heute Nacht geht es los. Ich kleide mich als Sklavin. Dann bin ich für Macondals Anhänger unsichtbar. Ich bin bereit, wenn du es bist. Johannes wird sich noch umschauen. Sklavenkleider anlegen, um fortzufahren. Da rüsten wir mal ein bisschen auf. Geld dürfte ja nicht das Problem sein. Hübschen wir uns mal ein bisschen offener. Okay. Ich finde das gut. Ich finde, diese Assassinenkappe passt nicht zu ihr. So, wo war jetzt? Da ist die Umkleidekammer. Ich will jetzt gar nicht weiter auf die Karte gucken. Das führt mich bloß wieder in Versuchung. Aber ich glaube, ich werde trotzdem dann gleich mal den Synchronisationspunkt da hinten heimsuchen. Wie lange arbeitest du schon mit Roussillon? Jahre. Ist er dein... naja... Oh Gott, nein, versteh das nicht falsch. Nein. Ich würde ein Auge für ihn geben. Aber der in meinem Bett nie. Und wäre der letzte Mann in Nouvelle-France. Woher kennst du ihn? Tous... Roussillon rettete einst mein Leben, vor langer Zeit. Ich dachte, ich schulde ihm was, also half ich ihm, sein Geschäft aufzubauen. Der alte Teufel zeigte mir ein paar Tricks und lernte mich an, wenn du verstehst. Natürlich mache ich die ganze Arbeit. Natürlich. Schön sind wir da. Hier ist es. Das Reich der Toten. Heimlich, was? Schon Schlimmeres gesehen.
wenn du dein Wort hältst. Keine Sorge, Signor. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptiste. Vergiss nur nicht, wem deine Loyalität gehört. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Meine treue Gefolgsleute, steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. Ein Doppelattentat ausführen. Zeremonie unentdeckt infiltrieren. Hallo? Soll die mitkommen? Keine Ahnung. Warum kann denn die da nie unten drunter durchrutschen? Sollte ein doppelter Attentat werden. Nochmal von vorn das Ganze. Sollte das denn jetzt? Och Mensch, was soll denn das jetzt? So, okay, da gibt's eine Leiter. Na toll. Ich gehe hinten herum und sorge für Ablenkung. Warte darauf, bevor du loslegst. Oui, oui, mon capitaine.
Oh. Ah, dein Blaser. Eine schöne Waffe. Eine der besten, die ich je machte. Ich weiß noch, wie dieser Gatte es stahl. Aber er hat nicht den Mumm, sich mir zu stellen. Doch ich habe seine Gehilfin. Jetzt muss er aus seinem Versteck. Woher kennst du Agathe? Also ist er hier, wie ich vermutete. Agathe war einst mein Schüler. Wäre der nicht diese Diebin gewesen? Wer bist du wirklich? Der wahre Macondal starb auf dem Scheiterhaufen. Ach so. Du kennst die Geschichte. Nun gut. François Macondal war mein Mentor und Assassine. Er versagte. Sie verrät uns und er starb. Ich werde diese Fehler nicht machen und sein Schicksal erfüllen. Das Gift versagt? Schnell, präzise. Meine türkische Bruder hat sie gut ausgebildet. Aber sie wird unsere Pläne nicht stören. Erledigt. Ich mich selbst um dich. Die Zeremonie geht weiter. Du kannst sie nicht stoppen. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich deinen Mentor töten. Agathe ein allerletztes Mal dein Medaillon. Ich kenne es gut. Das erste Mal, als Agathe mich verriet, war es für diese Frau, die Diebin. Sie trug genau so eines. Wer war sie? Sag mir ihren Namen! Sag mir ihren Namen! Johannes macht 50%. Das du nicht wissen solltest. Ich helfe dir, die Wahrheit zu entdecken. Stergo glaubt, wenn sie Entertainment hin... Adel von New Orleans wird am Gift verändert und die Sklaven werden gerecht. Das Werk meines Mentors ist vollbracht. Und die Kontrolle über den Fluss fällt an die, die ihn zu nutzen wissen. Dann werde ich in den Templerorden eingeführt? Wie vereinbart. Wenn du dein Wort hältst. Keine Angst, Senior. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptist. Vergiss nur nicht, wem deine Loyalität gehört.
Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Meine treuen Gefolgsleute, steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. Bürger E, volle Synchronisation. Ja. Wieso lebt er noch? Neues Symbol. So wollt ihr das, okay. Nein! Bist denn du verrückt? Leute, macht doch nicht. Na! Macht nicht sowas mit mir. Oh, Alter. Geschafft. Trotzdem gibt es jetzt hier ein Symbol. Genau hier. So, die Truhe kann ich mal. Mit der ärgere ich mich nicht drum. Immer noch ein Haufen Steckbriefe, wie soll denn das? Komisch.
Freunde, Truhe! Alles gelandet. Scheiße. Oh, hat mich wieder die Truhe gelockt. Und die lockt mich immer noch. Ach, hier ist er. 750 Yard. Halb Jahr lang ist man. Na komm, geh lang hier oder geh da nie lang oder mach da was du willst. Weib. Och nö. Ich lass mal einen Weg da hochfinden. Okay. Okay. So, ich glaube, wenn wir hier lang gehen, kommen wir darüber. Nee. Genau da lang. Ah, endlich. Ach ja, wenn die Frau anruft, dann muss man mal ganz schnell ans Telefon gehen. Weil die Gute heute zum Samstag leider arbeiten muss. Und morgen zum Sonntag auch nochmal. Die Gute, die Fleißige. Ja, ja, so ist das. So, wo bin ich jetzt? Ach, hier gibt's wieder eine Umkleidekabine. Alles klar. Gut, gut. Dann nochmal die Treppe hoch. Ich habe mich noch nicht so richtig an die Symbole gewöhnt. Ah, jetzt hopf. Sehe ich gerade, dass wir hier ja schon waren.
ganze Wahrheit, so viel von der Wahrheit sagen wie nötig. Agathe, ich habe getan, was du wolltest. Der Betrüger ist tot. Er arbeitete für De Ferrer. Was hast du noch erfahren? Nur, dass er dich aus deinem Versteck locken wollte. Seien wir dankbar, dass es nicht dazu kam. Sonst wäre die Bruderschaft... Denken wir nicht dran. Du hast das Wespennest im Bayou ausgeräuchert. Zumindest fürs Erste. De Ferrer schlägt sicher zurück. Volle Synchronisation, die ganze Wahrheit.